Irgendwie bin ich aber noch nicht so 100% zufrieden mit meinem Instagram-Feed. Da fehlt einfach noch irgendwie irgendwas. Tja, schade, dass es einfach kein Video dazu gibt, was mir erklären könnte, wie ich mein Instagram-Feed verbessern könnte. Roll the intro. So Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Erstmal vorab, es tut mir wirklich leid, wenn ich dieses Mal legit komplett verpennt aussehe. Aber ich habe dieses Video eigentlich schon gestern Abend aufgenommen. Beziehungsweise ich dachte, ich habe es gestern Abend aufgenommen. Denn, ja, ich habe dann an der Stelle gerade lässig 40 Minuten in die Kamera gelabert. Und wollte es gerade importieren und schneiden. Morgen raushauen, um dann zu merken, Aufnahme lief nicht, Jungs. Aufnahme lief nicht. Ah, gar kein Problem. Ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das Schlimme ist, das war nicht das erste Mal, dass mir das passiert ist. Das ist einfach das Schlimme. Externer Monitor ist safe, auf jeden Fall bestellt. Das wird mir nicht nochmal passieren. Und jetzt ist es halt gerade 7.14 Uhr, weil ich dieses Video dann jetzt drehen muss, bevor ich jetzt zu einem Job fahre in Frankfurt. Wenn das nicht Dedication ist, Leute, dann weiß ich es auch nicht mehr. Und, by the way, LED für hinten, oder so Neon-Sign-Kleid-mäßig für hinten, ist auf jeden Fall bestellt. Das Setup hier wird gepimpt. Licht wird kommen, dass wir, ja, I'm on it auf jeden Fall. Heute beschäftigen wir uns also mit eurem Instagram-Feed und was man da so daran verbessern kann und wie man den einfach noch ein bisschen pushen kann. Ich habe mir dafür eben nochmal ein paar Instagram-Feeds angeschaut und einfach nochmal so ein paar grobe Merkmale rausgesucht, die da entscheidend dafür sind, welchen Look und Feel so ein Instagram-Feed hat und was da so wichtig ist, wo ihr drauf achten könnt. Aber bevor wir dazu kommen, kommen wir zum Sponsor sozusagen des heutigen Videos. Und ich bin wirklich auch, ja, doch einfach auch ein kleines bisschen stolz darauf, dass ich den hier so auf meinem Kanal announcen kann. Denn es geht um die Musikplattform Artlist. Artlist war damals die allererste Musikplattform, die ich für mich damals benutzt habe. Ich habe mich da, glaube ich, vor 2,5 Jahren angemeldet und zum Beispiel auch die Musik von meinem Bewerbungsvideo für Felix von der Laden, also bei Team Spielkind, ist auch von Artlist. Deswegen ist es für mich eine umso größere Ehre, dass die mich dann jetzt angeschrieben haben und gefragt haben, ob wir nicht zusammenarbeiten wollen. Artlist hat erstmal eine extrem große und vielseitige Auswahl an Musik, das werdet ihr auch sehen oder beziehungsweise das werdet ihr auch hören. Aber vor allem ist es einfach extrem hochwertige, hochqualitativ produzierte und sehr nice Musik. Was nämlich auch extrem geil ist, ihr könnt die Musik von Artlist oder die Mucke, die Tracks, die ich von da genommen habe, wirklich für alles nehmen. Und das auch, nachdem eure Subscription abgelaufen ist. Das heißt, nicht nur euer YouTube, Instagram, allgemein eure Social Media Kanäle, sondern auch für größere Aufträge, für Kundenarbeiten. Und damit meine ich jetzt nicht nur eine Website, sondern auch wirklich größere Werbeproduktion oder wenn es eine Kinoproduktion ist für einen Kinowerbespot, dann könnt ihr den Track von Artlist dafür nehmen. Und wenn ihr euch jetzt zu Recht fragt, wo gibt es denn diese geile Website, wo bekomme ich die denn und kriege ich vielleicht irgendwie eine Vergünstigung über deinen Link? Tja, Freunde, auf jeden Fall. Das ist nämlich der erste Link direkt in der Videobeschreibung. Und jetzt kommt das Geile. Ich konnte das bis jetzt in meiner Social-Media-Karriere noch nicht sagen. Aber wenn ihr euch über meinen Link anmeldet, kriegt ihr zusätzlich zu eurer One-Year-Subscription noch 2 Monate dazu, die ihr nicht bezahlen müsst. Habe ich damals nicht bekommen. Ne? Ich musste komplett bezahlen. Ne? Also, wenn nicht jetzt, wann dann? Sag ich mal so, ne? Muss ja auch gucken, wo man bleibt. Was ich davor jetzt nochmal sagen will, ist, ihr müsst euch natürlich nicht daran halten, ne? Das sind keine Regeln, die jetzt so in Stein gemeißelt stehen. Wenn ihr einfach komplett posten wollt, worauf ihr Bock habt und da überhaupt nicht auf so ein Feed oder Anordnung oder irgendwas achten wollt, ist das ja komplett okay. Ich nehme zwar mal an, dass Leute, die so an ihr Instagram rangehen, nicht die Leute sind, die dieses Video hier schauen nach dem Titel und so, aber wenn doch, ne, einfach, ich wollte es nur nochmal sagen, man kann natürlich komplett posten, worauf man Bock hat. So, es zwingt einen keiner dazu, aber wir haben in 2019 und viele Kunden oder beziehungsweise potenzielle Kunden, potenzielle Brands, die mit einem zusammenarbeiten wollen, werden, wenn sie dich nachschauen, auf jeden Fall als Fotograf und Filmmaker 100% safe erstmal auf dein Instagram schauen und dann werden sie da dein Portfolio abchecken. Da sind diese ersten 9 Bilder, wenn sie auf dein Profil raufgehen, sind super entscheidend. Auch für mögliche Follower ist das halt extrem wichtig, dass man in diesen ersten 9 Bildern erkennt, ah okay, Thomas X, der hat den und den Stil und wenn ich den jetzt abonniere, dann werde ich Gitarrenbilder bekommen. Das heißt, wenn ihr irgendwie größeres Following aufbauen wollt oder auch vielleicht potenzielle Markendeals an Land ziehen
wollt, macht das auf jeden Fall Sinn, sich da ein bisschen einen Kopf zu machen und sich das einfach mal ein bisschen zu überlegen. Und dafür jetzt die folgenden Tipps. Also die erste Sache, die da entscheidend ist, liegt komplett auf der Hand. Was werdet ihr fotografieren? Geht es bei euch eher in die Richtung Landscape mit Bergen? Fotografiert ihr eher Porträts oder eher Sneakershots? Das ist eine Sache, da solltet ihr euch schon grob überlegen, okay, wofür kann ich mich gerade faszinieren und was macht auch irgendwie aus meiner Umgebung irgendwie Sinn? Zwei Accounts dafür sind zum Beispiel einmal von meinem Kollegen Robert. By the way, auch natürlich alle Instagram-Accounts sind unten in der Videobeschreibung verlinkt, über die ich hier rede. Wenn man sich jetzt zum Beispiel sein Feed anschaut, sieht man direkt, okay, das ist Landschaft. Die Fotos sehen natürlich trotzdem nicht alle gleich aus und er hat viel Abwechslung drin, aber ihr wisst, was ich meine, man erkennt einfach sofort, wenn man durch seinen Grid durchgeht, okay, er hat sich da was überlegt, die Farben passen zusammen, das ist auch ein großer Punkt, auf den ich später noch zurückkomme. Oder auch bei meinem Kollegen Hypetops, man sieht bei ihm direkt, okay, es geht einfach um Sneaker, es sind meistens Sneaker-Bilder, es geht um dieses ganze Thema, er greift das auch in seinen Stories auf, das ist die Thematik, die sein Profil behandelt. Bei ihm ist zum Beispiel auch farblich extrem viel dabei und es ist sehr durchmischt, sage ich mal fast schon, aber er hat eben immer dieses entweder ein On-Feed oder eben einfach so ein cleaner Sneaker-Shot und deswegen macht der Feed so einfach Sinn. So, für die zweite Frage habe ich mir auch einfach schon mal ein bisschen Unterstützung noch geholt. Von wem, das werdet ihr gleich sehen, deswegen, ich sage erstmal gar nichts dazu, jetzt kommt der zweite Tipp. So Leute, den zweiten Tipp hole ich mir von jemandem, der natürlich nicht fehlen darf, genau wie Amon, wenn es um diese ganze Feed-Thematik geht. Und das ist natürlich niemand anderes als, Drumroll bitte, Luis, aka First Solo, Diggi. Ein Tipp von dir an die Leute, von dir da draußen, an meine Leute, wenn es um das Thema Feed geht. Hau rein, Bro, dein Spotlight. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ihr die Shots versucht irgendwie zu planen, also dass ihr irgendwie guckt, welche Farbpaletten ihr ungefähr habt, dass ihr die irgendwie übereinander, untereinander stapeln könnt, dass ihr vielleicht auch guckt, ob ihr irgendwie schwarze, weiße Kanten irgendwie übereinander legen könnt im Feed, also dass ihr es einfach ein bisschen durchplant. Ja, das wären so meine Worte. Sage ich gleich auch nochmal was dazu, deswegen nice Tipp auf jeden Fall, Diggi. Ich gebe es mal nochmal zu mir selbst zurück in die Zukunft ins Studio. So, vielen Dank also nochmal an Luis. Wenn man eben bei ihm durch den Feed geht, dann sieht man eben auch, dass er sich da extrem viele Gedanken macht, wann er ein helleres Bild kommt, wann kommt er ein dunkleres Bild, wie ordnet er die Farben an. Auch, dass ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel Landschaftsbilder macht, dass dann nicht immer Sonnenuntergang, 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 dann kommt Gebirge, 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 sondern dass ihr das durchplant und schaut, okay, ich habe jetzt diese ganzen Bilder, wie kann ich die jetzt alle zusammen anordnen? Nächste Sache ist das Objektiv, was ihr benutzt. Das Objektiv kann nämlich auf jeden Fall zu einem sehr eigenen Stil der Bilder dazu beitragen. Das heißt nicht, dass ihr jetzt für einen Instagram-Account immer dieselbe Linse benutzen müsst. Es gibt Leute, die haben da einen kompletten Mix drin. Um da mal bei mir selber das Beispiel zu nennen, ich habe früher ja alles mit meinem 14mm Samyang gemacht. Das war also ein sehr symmetrischer Look, extrem weitwinklig und ich habe zusätzlich noch immer darauf geachtet, dass es nur Architecture ist, immer in die Mitte und immer nur weiß, rot, grau und schwarz. Das war also, wie ich fand, damals schon ein sehr cleaner Feed, ist aber auch gleichzeitig natürlich eine gewisse Einschränkung, weil du kannst dann eben auch nichts anderes machen, weil wenn ich jetzt irgendwas anderes poste, was nicht in dieses Schema passt, ist alles kaputt, dann fällt das komplett raus und man denkt sich einfach nur, hä, das macht ja einfach gerade gar keinen Sinn. Deswegen bin ich dann jetzt rübergegangen zu meinem 24mm 1.4 Look, mit dem ich einfach sehr viel mehr machen kann. Mittlerweile achte ich auch nicht mehr so krass auf meinen Feed, sondern habe da eben ungefähr meinen Look, habe meine Farben, weiß ungefähr immer, was ich für eine Art von Bildern mache und dann mache ich aber so ein bisschen einfach auf, worauf ich Bock habe. Noch allgemeine Hilfsmittel, wenn ihr jetzt zum Beispiel immer ein Prisma benutzt oder zum Beispiel immer so Lichterketten in vielen Bildern habt, dann ist es auch ein gewisser Look. Dafür zum Beispiel auch mal der Feed von meinem Kollegen Hui. Da seht ihr, okay, er achtet einmal auf diese weißen Ränder, er achtet auf diese Faded Blacks zum Beispiel und benutzt eben auch meistens ein 50 oder 85mm und auch meistens diese Lichterketten oder Prismen, um da so einen gewissen Stil von Bildern einfach beizubehalten. Und das sieht man auch im Feed. Oder zum Beispiel auch amerikanisches Beispiel wäre Brandon Wolfel. Bei ihm seht ihr auch, okay, auch ungefähr einen ähnlichen Editing-Stil, aber benutzt eben auch immer eher höhere Brennweiten, um viel Bokeh zu haben und auch oft solche Lichterketten und Neons und das sieht man eben auch. Sowas spiegelt sich einfach auch im Feed wieder. Jetzt kommen wir zum dritten Tipp und da müssen wir jetzt mal nach New York nochmal zurückspringen, weil mir ist die Idee am letzten Tag, bevor wir abgeflogen sind, in New York gekommen, dieses Video zu drehen und dann war ich eben noch unterwegs mit Amon und dachte mir einfach, okay, ich habe den Jungen gerade noch hier, ich will dir einfach dazu was fragen, das muss jetzt sein, deswegen springen wir da mal zurück. Ich habe das auch im Video reingeschrieben, mein Mikrofon hatte da für so 10 Sekunden einfach irgendwelche Struggles und hat solche blöden Störgeräusche gemacht. Ich weiß nicht, woran das lag, ehrlich gesagt, es tut mir auch sehr leid, aber ich fand den Tipp irgendwie auch zu cool von ihm, dass ich das jetzt deswegen nicht reinschneide, deswegen I'm sorry, guys, und deswegen jetzt nochmal zurück nach New York. So, jetzt also, danke nochmal für die sweete Anmoderation. Thema einheitlicher Feed.
Da gibt es natürlich eine Person, die ich hier an der Stelle nochmal fragen wollte. Und zwar den guten Armer nochmal. Wir sind jetzt gerade schon auf unserem Weg zum Flughafen, aber ich dachte mir, dieses Video ist nicht komplett, nicht vollständig, wenn ich nicht noch einen Tipp vom guten Amon reinhole. Deswegen, Master of the Feed. Amon, ein kleiner Master-Tipp jetzt auch von dir zum Thema Feed. Okay, also bei meinem Feed habe ich das einfach mal ausprobiert, schon vor längerer Zeit, schon wirklich darauf zu achten, dass es mainly rot und blau in den Bildern zu sehen ist. Das würde ich euch auch einfach nur mal als Tipp mitgeben. Achtet mal auch schon beim Fotografieren darauf, dass ihr schon dort die Farben auf jeden Fall im Bild habt. Also dass ihr im Hintergrund irgendwie rot oder vielleicht blau habt. Wählt euch einfach eure Lieblingsfarbkombination aus und dann probiert beim Shooten und beim Editen wirklich darauf zu achten, dass ihr die beiden Farben besonders hervorhebt. Damit kommt das letztendlich im Feed einfach am klarsten rüber und wirkt am einheitlichsten. Ja, danke für den Tipp an der Stelle. Ich würde sagen, das war gut. Ich gehe mal wieder zurück nach Deutschland, zurück ins Studio. Ja, das war auf jeden Fall ein extrem cooler Tipp und Farben sind halt auch extrem wichtig. Also überlegt euch einfach mal für euren Feed eine ungefähre Farbpalette, vor allem auch, okay, habe ich jetzt eher immer so ein tiefes Schwarz oder so ein gefadetes Black, also eher so ein ausgeglichenes Schwarz oder jetzt wirklich so ein knallhartes Schwarz, das müsst ihr euch auf jeden Fall überlegen. Weil wenn ihr das zwischendurch mixt, sage ich mal, einfach, also nicht als Übergang, sondern immer mal das und mal das, das fällt auch auf, das sieht nicht so cool aus. Ich meine, wenn ihr zum Beispiel nochmal beim Thema Landscape fotografiert, dann gibt euch ja einfach die Art von Photography schon eine ungefähre Farbpalette vor. Da ist halt dann viel Grün und wenn ihr das so moody macht, auch so ein Blau eben viel und so ein Grau. Oder wie Luis das zum Beispiel immer macht, der hat halt viel Schwarz-Weiß-Grau und dann eine Farbe im Bild, die so richtig raussticht. Ist auch eine extrem coole Sache auf jeden Fall. Ein paar Feeds, die ich einfach euch nochmal allgemein zeigen kann, sind zum Beispiel der Feed von Paul Ripke. Bei ihm seht ihr auch mega krass dran gedacht an die Anordnung und den Stil der Bilder. Da geht ein Bild, geht ins nächste rein. Also da war auf jeden Fall extrem viel Kopf und Planung dabei. Feiere ich auch mega krass. Oder zum Beispiel auch, ich muss mir den Namen nochmal angucken, D.R. Cuerda, D.R. Cuerda. Ich kann es nicht 100% aussprechen, tut mir sehr leid. Aber auch der Feed, oh mein Gott, so clean. Da wurde zum Beispiel einfach auch immer dieselbe Perspektive gewählt und einfach die Art der Bilder ist eben sehr ähnlich. Aber trotzdem so kreativ und so abwechslungsreich. Also sowas kann man auch machen. Auch eine sehr, sehr geile Art der Fotografie. Feier ich extrem. So Leute, also ich hoffe, da war jetzt der eine oder andere Tipp für euch dabei. Und ihr könnt jetzt einfach mal so ein bisschen daraus ableiten, hey, was kann ich daraus vielleicht für mein Feed nehmen? Checkt alle Leute ab, alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut auch gerne in meinem Shop vorbei, bei meinen Presets, bei meinen Wallpapers, nämlich für meine Farben, die ich für mein Feed zum Beispiel benutze. Wenn euch also das interessiert, schaut einfach mal bei mir vorbei. In der Videobeschreibung ist das auch verlinkt. Dann würde ich sagen, war es das von mir. Ich werde mich jetzt auf den Weg nach Frankfurt machen zu meinem Job. Keine Ahnung, ich bin einfach komplett ciao. Ich weiß, ich bin wirklich müde. Vielleicht gehe ich auch erstmal nochmal pennen. Also das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und peace out. Ciao.